Willkommen in Goiás, meinem liebgewonnenen Urlaubsort am Schwielochsee. Schon als Kind verbrachte ich hier fast jeden Sommer und bin bis heute eng mit dieser besonderen Region verbunden. Goiás, dessen Name slawischen Ursprungs ist und so viel wie sumpfiger Ort bedeutet, blickt auf eine lange Geschichte zurück. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Zeit, als der Betrieb meines Vaters zwei alte russische Funkwagen als Ferienhäuschen umfunktioniert hatte. Direkt am ehemaligen Hafengelände gelegen, boten sie uns Kinder einen einzigartigen Spielplatz. Die große Terrasse vor den Wagen war unser Treffpunkt, an dem wir unvergessliche Stunden mit Freunden und Familie verbrachten. Leider ist das Gelände heute nicht mehr öffentlich zugänglich. Doch von der Gaststätte Hafenterrasse aus kann man noch einen Blick auf diesen historischen Ort werfen. Die stillgelegte Bahnstrecke, die einst direkt am Hafen endete, ist heute ein Zeugnis vergangener Zeiten. Wussten Sie, dass der berühmte Australienforscher Ludwig Leichhardt in Goiás geboren wurde? 1848 brach er von hier aus zu seiner letzten ungeklärten Expedition auf. Trotz zahlreicher Suchaktionen blieben seine Spuren verschwunden. Bis heute fasziniert sein Schicksal und erinnert uns an die Abenteuerlust und die Gefahren unbekannter Gebiete. Als Kind habe ich die Sommerabende oft im örtlichen Kino verbracht. Die Olsenbande war damals mein Lieblingsfilm. Und wer kann schon vergessen, das kleine Campingplatzkino in Zaue. Trotz der Hitze war es immer ein besonderes Erlebnis, in dieser Blechbüchse Filme zu schauen. Thank you.
nur links im Bild ist die heutige Gaststätte Hafenterrasse zu sehen. Das Bild ist so schätzungsweise gegen 1969 bis 1971 aufgenommen worden. Meine Eltern erzählten mir, als kleines Kind fand ich hier beim Spielen in einem Sandhaufen noch ein Stück eines Patronengurtes für ein MG. Das gab einen wunderbaren Rechen zum Haken im Sand ab. Leider fanden meine Eltern das nicht so gut. Ich kann mich übrigens noch vage, also sehr vage, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 3, 4, 5 Jahre so irgendwann. Jedenfalls kann ich mich noch ganz vage dran erinnern, dass ich da irgendwie im Sand gehakt habe und meine Eltern dann böse oder übermäßig besorgt worden oder so. Ja, damals konnte man von hier noch bis Jessern am See lang laufen. Und immer ist in der Kneipe schon mal nirgendwo ein Zugang. Und hier stehe ich da auch vom Tor von so einem Bootsclub. Goiatz ist aber nicht nur ein Ort mit Geschichte, sondern auch ein Paradies für Naturliebhaber. Die idyllische Landschaft mit dem glasklaren Schwielochsee lädt zum Wandern, Radfahren und Wassersport ein. Und dann gibt es noch die Jage vom Teufelstein. Erzählt wird, dass der Teufel einst versuchte, eine Mauer zu bauen, aber vom Hahnenschrei unterbrochen wurde. Der letzte Stein blieb liegen, der Teufelstein. Diese Geschichte spiegelt die Fantasie und den Glauben der Menschen wider, die hier seit Jahrhunderten leben. Goiatz hat mich schon als Kind fasziniert und tut es bis heute. Die Ruhe, die Natur und die vielen Geschichten, die dieser Ort erzählt, machen ihn zu einem ganz besonderen Ort.
Dieses Hausboot ganz hinten links im Bild gehörte übrigens mal dem DDR-Reporter Heinz-Florian Oddl.